Hallo und herzlich willkommen zu Ultima Underworld 2. Ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut wegen dem Schlüssel und der liegt tatsächlich hier unten drin. Da müssen wir ein bisschen runterspringen, sonst kommen wir glaube ich nicht hin. Und irgendwo hier liegt da. Ah, guck mal, da sieht man ihn sogar schon. Das hier wollten wir eigentlich. So, damit haben wir den Schlüssel, den wir brauchen. Und dann würde ich doch gleich mal versuchen, da wieder hochzuspringen. Es hat geklappt. Und zur Armory, zur Waffenkammer zu gehen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir neue Ausrüstung bekommen. Und den Stein haben wir auch schon gemacht, oder? Ja. Den Stein haben wir auch schon Nöstel gegeben. So, was muss ich nochmal kurz schauen? Wie mussten wir denn hier weiter gehen, um voranzukommen? Hier lang? Ne, hier ist noch ein bisschen blöd. Hoppla. Hier ist es noch ein bisschen blöd. Wir gehen hier lang. Hier lang, Ratte. Wo kommt denn die auf einmal wieder her? Und Sackgasse. Mist. Ja, das war falsch. Erst nach Süden, dann hier abbiegen. Hier rein, hier rein. Okay, jetzt sieht es schon wieder besser aus. Ja, jetzt sieht es schon viel, viel besser aus. Jetzt sind wir richtig. So, wie war es denn jetzt hier? Hier müssten wir am besten auf die Insel gehen. Nach unten und dann, genau. Erstmal runtergehen, um wieder hochzukommen. Einen Wasserlauf mache ich dafür jetzt nicht. Das lohnt sich jetzt nicht. Wegen diesem kleines bisschen hier. Perfekt. Oder war es doch nicht so perfekt? Doch, es war perfekt. Wir müssen wieder Richtung Schloss hochgehen. Weil von der Seite kommen wir ja auch zum Dings hin. Da mussten wir, glaube ich, nur in die Richtung gehen. Kann das sein? Ja, genau. Hier lang. Und so kommen wir zur Waffenkammer. Und das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube, den Schlüssel brauchen wir hinterher nicht mehr. Ich lasse den jetzt einfach mal hier liegen. Ah, das sieht auch schon um einiges besser aus. Pfeiler? Ach, die Tür hätten wir eigentlich auch gleich öffnen können. Naja, egal. Was haben wir denn hier? Schwerter? Ein Broadsword? Nee, ich glaube, ich lasse lieber das Langschwert. So ein Rockhammer, den können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Da werden wir früher oder später einen brauchen davon. Was ist mit dir? Oh, schlecht, schlecht. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall mal die mit. Das hier, es gibt einen Zauber, mit denen wir Sachen reparieren können. Ich weiß nur nicht, ob wir den schon sprechen können, ob wir schon so weit sind. Ich würde vielleicht tatsächlich den Dinger mal mitnehmen und versuchen später zu reparieren. Ob er den dann so,
angezogen, repariert kriegen. Ansonsten, naja. In dem Fall sollte man da nicht das Ding auch mal noch mitnehmen. Moment. Nehmen wir auch mal mit. Falls es mit dem Reparieren klappt, wenn nicht, machen wir das irgendwann später. So, und dann geht's wieder runter. Das Problem dieser Zauber, wo ich gemeint habe, den können wir nicht hier in dieser Welt sprechen, weil diese Zauber begrenzt sind, die wir hier sprechen können. Die gehen nur bis zur vierten, zum vierten Zirklus, zur vierten Stufe. Wenn ich es mir richtig weiß. Und den Zauber, den wir kennen, den wir bräuchten, das wäre der fünften Stufe. Von daher gehen wir einfach mal... Nee, wir benutzen erst das Ding hier. So. Gut. Dann speichern wir nochmal. Ach, das war die falsche natürlich. Die ist jetzt sozusagen auch immer offen. Die ist jetzt immer offen. Dann müssen wir wahrscheinlich durch das Ding hier gehen. Jetzt ist es offen. Jetzt können wir durchgehen und kommen in eine Eiswelt. Das wird noch schön lustig werden. Da haben wir gleich den ersten Gegner, wenn ich mich bewegen kann. Ein Eiswurm. Na toll. Wir brechen sofort ein. Ah, ich hasse Eiswelten. Viel zu kalt. Hier speichern wir nochmal unter 1. Sagen wir das Ganze 19 statt Eis. Ne, mach's einfach Eis. Wie heißen die? Eiskaverns, glaube ich. Genau. Dann können wir doch erstmal hier eine 1 reinmachen und da ist der Blackrock. Nur damit wir wieder rausfinden. Der war doch im Norden, oder? Ja, der war im Norden. Speicher jetzt hier 120 und dann probieren wir es doch mal aus. Diesen Zauber, den ich gemeint habe. Mal schauen. Ich glaube, wir müssen eigentlich alle haben. Rell, Sankt und Jelm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den schon sprechen können und wie gut der klappt. So. Excellent Breastplate. Das ist doch schon mal ziemlich genial. Hat nur fast unser ganzes Mana gebraucht und man hat schon gemerkt gehabt, unser Casting ist auch noch fast schon zu niedrig dafür. Okay, das Ding kommt weg, das kommt an. Sieht doch schon viel besser aus. Und das würde ich auch machen, sobald wir jedenfalls Mana wieder haben oder vielleicht ein bisschen besser sind mit Mana, mit dem anderen Zeug, das wir hier haben, damit wir uns besser ausrüsten können. So können wir uns auf jeden Fall ziemlich gute Ausrüstung quasi beschaffen, wenn man es so haben will. Hier muss man aufpassen, manche Dinger brechen hier einfach ein. Man erkennt es eigentlich auf dem Hand vom Dings, vom Boden. Und auf manchen rutscht man auch weiter. Alles nicht ganz so einfach hier. Hier muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, hier rutschen man schon ein bisschen und das ist nicht so einfach zu navigieren. Ich glaube, wenn man springt, kann man das ein bisschen, ja genau, kann man das ein bisschen korrigieren. Da geht's weiter. So, hier ist wieder normales Teil. Gut. Das weiß ich nicht, ob wir irgendwas übersehen haben oder auch nicht. Gehen wir einfach mal hier weiter. Wie gesagt, navigieren ist hier doch relativ schwierig. Mhm. Wow. Kein Gegner.
Da ist ein Gegner. Da ist noch ein Gegner. Und noch einer. Und hinter uns ist, glaube ich, auch noch mal einer. Oh. Das ist noch nicht mal ein Wurm. Und diese Eiskatze hat einen ganz schönen Dings gemacht. Ganz schönen Satz. Na ja, gut. Lass uns mal hier umschauen. Hier ist doch was. Hier gibt es auf jeden Fall Dietriche. Ich nehme die mal mit. Wir sind zwar nicht besonders gut drin, aber... Was haben wir sonst noch? Das hier haben wir noch. Eine Potion. Hier. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, Gold ist auch noch hier, wenn ich es richtig sehe. Sonst noch irgendwas? Nee. Das war's anscheinend. Nun gut. Nun gut, gut, gut. Dann waren wir hier fertig. Aber da ging es doch irgendwo noch weiter, glaube ich zumindest. Schauen wir mal noch kurz nach. Aha. Aha, okay. Hier geht's auf jeden Fall zu Level 2. Auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Aber ich würde dann doch hier gerne noch ein bisschen weiter uns auskundschaften, bevor wir da weitermachen. So, und wie gesagt, langsam und vorsichtig bewegen. Und dann können wir mal schauen. Ich glaube, da geht's nicht weiter, aber ich glaube, im Osten geht's irgendwie noch weiter. Ja, geht es auch. Puh. Und auf der Karte kann man auch so ziemlich schlecht erkennen. Oho. Yeti. Und zwar aggressiv. Nicht gut. Nicht mit unseren HPs. Ich glaube, das dürften nämlich mächtige, heftige Gegner sein. Okay. Ist das da irgendwas? Ja, ein Dings. Nochmal Geld. Ein Edelstein, glaube ich, oder? Nehmen wir doch erst einfach auch mal hier mit rein. Hoppala. Und so eine Axt. Naja, die brauchen wir definitiv nicht. Okay, sehr gut. Und dann war es also das jetzt hier. Hier scheint es noch weiter zu gehen, wenn ich es richtig sehe. Hier scheint es noch weiter zu gehen. Da bin ich mir... Wo ist denn hier ein Fragezeichen? Ich glaube, das ist ein Fragezeichen. So, da weiß ich es nämlich nicht. Wie gesagt, es ist schwierig hier zu navigieren. Was sagt unser... Ja, das sagt, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Da haben wir wieder Eissachen. Hier geht's weiter. Ja, hier gibt's viele, viele so Eissäulen, wo man nicht sagen kann, geht's jetzt da weiter, geht's jetzt nicht weiter. Aber ich würde sagen, also da geht's auf jeden Fall weiter. Lass uns mal kurz in den Süden schauen. Hier rein. Da könnte das eine X dann vielleicht schon rausgemacht werden. Ja, und demnächst sollten wir uns auch irgendwo mal ausruhen. So. Ich glaube, ja, das X hier
Das können wir schon mal rausmachen. Dann können wir uns hier noch ein bisschen weiter umschauen. Puiuiui. Da könnte es vielleicht auch noch weitergehen. Wie gesagt, sehr, sehr, auf der Karte zumindest sehr, sehr schwer zu erkennen, wo hier die Grenzen sind und wo es wirklich weitergeht. Ah, das kriegen wir alles hin. Früher oder später. Aber ich würde sagen, unsere HP sieht wirklich nicht gut aus. Lass uns mal kurz schlafen gehen. Ah, lass uns nochmal schlafen gehen. Oder nochmal? Oder auch nicht? Nee, ich glaube, damit kommen wir jetzt zurecht. Ich glaube, so kommen wir zurecht, aber ich muss wahrscheinlich was zu essen machen. Vielleicht nochmal. Kein Raum. Eben war doch noch Platz genug dafür. Habe ich das Ding jetzt kaputt gemacht? Nee, habe ich nicht. So, gut. Das sollte erstmal für eine Weile langen. Und, oh. Ich glaube, die Laterne brauchen wir ja gar nicht. Hier ist hell genug. Ah, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Dann lasst uns hier nochmal umschauen, ob wir hier noch irgendwas anderes finden. Sollen wir uns vielleicht noch den Helm jetzt hat vielleicht fertig verzaubern? Dann wären wir nochmal besser geschützt. Ich glaube, das probieren wir nochmal schnell. Ich meine, wir haben ja jetzt halt auch, toll. Er hat aber keine Mana abgezogen. So, dann brauchen wir das Ding da nämlich nicht. Dann können wir diesen Helm anziehen. Nochmal besser geschützt. Yay. So muss es sein. Die Frage ist, werden wir noch das andere Zeug hier machen oder... Müssen wir mal auch überlegen, wie ich das mache, ob ich die auch verzauber oder ob ich da warte, dass ich was anderes krieg. Naja, wie dem auch sei. Jetzt können wir uns erstmal wieder weiter umschauen. So. Hier scheint es irgendwo noch hinzugehen. Sind wir jetzt wieder in der großen Halle? Ja, jetzt sind wir wieder in der großen Halle. Und da gibt es im Großen und Ganzen, wenn ich so sagen darf, hier nochmal ein X, da noch ein X. Und jetzt gehen wir erst noch in die hier runter. Nicht, dass wir da irgendwo was vergessen. Was Wichtiges. Und ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt. So, und das ist doch jetzt hier wieder da, wo wir vorhin gewesen sind, richtig? Wo wir zurückkommen. Genau. Ja, so langsam komme ich hier zurecht. Langsam bewegen, langsam... Nein, nicht da lang. Hier lang, hier lang, hier lang, hier wieder rein. Perfekt. Gut. Wo geht's jetzt hier lang? Da geht's auch wieder zurück, schätze ich mal. Richtig? Ja, da geht's wieder zurück. Wobei, im Norden, Also ein bisschen schneller kannst du dich schon bewegen.
Okay, das ist doch ein bisschen auch noch mehr, als ich dachte hier. Ah, nee, 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 noch nicht mal. Beziehungsweise ist hier im Norden auch noch was? Das sieht aus, als ob es da auch noch mal weitergeht. Das heißt, das da ist eigentlich fertig. Das da ist fertig, da waren wir schon. Da geht es auf jeden Fall noch weiter. Da ging es, glaube ich, nirgends weiter. Aber hier im Norden geht es auch noch mal weiter. Ach, Entschuldigung. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Mal hier im Norden das Gebiet an. Und dann gehen wir mal hier runter noch, was da so ist. Habe ich da eigentlich eine 2 reingesetzt? Ja, kennt man da gar nicht, oder? Machen wir das so. Jetzt erkennt man es auf jeden Fall. Perfekt, dann machen wir das so. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!